Hey, Mahlzeit Leute, willkommen zu einer neuen Kaffee-Ausgabe auf dem Balkon. Nee, heute beschäftigen wir uns nicht mit dem Kaffee wie beim letzten Mal, ne? Sondern hier mit ein paar meiner Gaskocher. Ich habe einen Zuwachs bekommen. Kennen die meisten wahrscheinlich von euch. Das ganz einfache, klassische Modell 206S. Den gibt es schon wirklich. S steht für super billig, super gut. Nee, diese 206er Reihe, die gibt es schon seit ich denken kann, die gibt es noch viel länger. Und ist ein ziemliches Erfolgsmodell von Camping Gas. Camping Gas selber schreibt, dass sie bereits über 900 Millionen 206er Gaskartuschen verkauft haben. Und damit halt nur Originale von Campinggas, während das in Desta jetzt keine original Campinggasflasche ist, sondern ein Nachbau. Ganz einfach, es ist das gleiche Zeug drin und sie sind wesentlich günstiger. Das hier aber heute mal die neue 206er Ausführung im Vergleich zu meinem uralt 206er, der unten noch einen Metallfuß hat. Natürlich geht natürlich ein bisschen mehr ins Gewicht, kann man eigentlich gut miteinander vergleichen. Der neue mit dem Kunststofffuß wiegt mit voller Kartusche so viel wie der alte ohne, also macht so fast 200 Gramm aus im Gewichtsunterschied zwischen alt und neu. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, alt mit dem Metall, das hält natürlich ewig, okay. Wenn man natürlich zu Fuß unterwegs ist, guckt man natürlich schon mal 200 Gramm mehr oder weniger, das macht halt im Gewicht. Bei gleichem Gewicht kann man halt mit dem Kunststoff Standfuß am 206S eine Gasflasche mehr mitnehmen. Wenn man jetzt längere Zeit unterwegs ist, macht das halt schon mal so, ob ich eine oder zwei Gasflaschen bei gleichem Gewicht mitnehmen kann. Und was eigentlich auch interessant ist, ist, der neue hat eine wesentlich größere Standfläche. Ist natürlich ein klein bisschen sicherer, wenn man das Teil irgendwo abstellt auf dem Boden. Man hat eine größere Standfläche, weil man vielleicht da mit einem größeren Topf arbeitet. Hier beim kleinen Multitopf, sage ich mal, der voll alles zusammen gerade mal ein Kilo wiegt, spielt es keine Rolle. Aber es gibt ja den Multitopf auch noch in einer großen Ausführung mit 1,9 und 2,8 Kilo. Und ich meine, wenn man da mal mit mehreren Leuten was drauf kocht und hat dann mal hier so 2 Kilo Topf draufstehen, ist vielleicht besser, wenn das Teil ein paar Zentimeter im Durchmesser bessere Standfläche hat. Übrigens, mein Multitopf habe ich wieder mit guten alten Akkupads schön sauber geschrubbt. Den hatten wir ja letzte Woche auf unserem Hobo-Brenner und danach sah der ziemlich aus wie 3 Tage im Bergwerk. Aber hier mal der neue Camping 206S. Bekommt man 19,90 Euro. Ist wirklich Preis-Leistung ungeschlagen. Man hat natürlich auch den Vorteil, diese Gasflaschen, diese 206er-Typ Gasflaschen, die kriegst du auf der ganzen Welt. Da kannst du einen Trip nach Australien, Südamerika planen, scheißegal, du brauchst dir keine Gedanken machen, ob du dafür Brennstoff kriegst. Diese 206er-Stechkartuschen gibt es einfach auf der ganzen Welt und sie sind günstig. Die original Campinggas kosten halt mal so 2-3 Euro. Es gibt aber dann auch nicht Campinggas 206er-Flaschen. Da kostet dann ein Stück 99 Cent, habe ich jetzt für die hier bezahlt. Gibt es dann günstige 5er-Packs, 10er-Packs und dann kommst du auf unter einem Euro für so eine Flasche. Und dann bei einer Brenndauer von 2 Stunden kann man sich ein paar Kaffee mitkochen. Das ist hier der alte. Da oben noch hier diese Einklapp. Beinchen, da darf man jedes Mal dann auch mal gucken, dass man die in den richtigen gleichmäßig reingeklappt kriegt. Und dann gab es da noch so einen Deckel mit drauf. Ja. Natürlich auch ein bisschen von der Höhe, ne? Macht da ein bisschen mehr aus. Okay, vom Durchmesser her nimmt der natürlich dann ein bisschen weniger Platz im Rucksack weg. Aber er wiegt vorne weg das Gewicht einer Gaskartusche mehr, also 200 Gramm geladen. Gut, ist eh altes Modell, gibt es nicht mehr. Das ist das neue, aktuelle, kleine, leichte Modell. Auch ohne Piezo-Anzündung. Und da gibt es ja Dutzend Modelle inzwischen. Ganz klein, kompakt,
ist natürlich hier die Mikroversion von diesem Brenner, der Mikro Plus. Da kann man natürlich dann sich eine kleine Gasflasche mitnehmen und nur dieser winzige Brenner, der nimmt natürlich nicht viel Platz weg. Da kann man hier die Beinchen hier schön einklappen und dann hat der wirklich geringes Packmaß. Nur halt mit dem einen Unterschied, der passt natürlich nicht auf die 206er Steckkartuschen, die ja schön günstig sind. Nee, dafür braucht man diese CV-Flaschen. Das sind diese hier. Das ist jetzt hier mal die ganz große Ausführung, die CV470 Plus mit 450 Gramm Gas drin. Und die haben hier oben diesen speziellen Schnellverschluss. Da kann man den Brenner anbringen und wieder wegnehmen, auch wenn die Gasflasche noch gefüllt ist, was man bei den Steckkartuschen nicht machen kann. Das ist jetzt mal die ganz große, die hat eine Brenndauer von über 5 Stunden, kostet aber halt so circa 9 Euro für 5 Stunden. Wenn ich hier 2 Stunden Brenndauer habe für 1 Euro, bin ich eben, wenn ich auf 5 Stunden Brenndauer kommen will, brauche ich eben 2,50 Euro Investition, während es nicht hier bei dieser Flaschentechnologie 9 Euro für die gleiche Brenndauer investieren. Also fast der dreifache Preis, nur durch dieses neue Feature. Es gibt diese Flaschen natürlich auch noch in kleiner. Die eins drunter ist, glaube ich, die 360er. Die braucht man für manche Kocher. Genau diese Flasche, da gibt es auch noch so einen schönen Kocher mit oben so richtig Herdplatte mäßig und 4 Standfüßchen. Da braucht man dann die mittlere, die gibt es dann auch in klein, die 240er glaube ich. Und die 360er, da kostet das Gas umgerechnet sogar am meisten. Weil man die ganz speziell für manche Kocher unbedingt haben muss von der Bauhöhe. Deshalb dann entweder die ganz kleine nehmen, weil sie dann schon kompakt ist, die 240er. Oder wenn man viel Brenndauer will und hat nicht das Platz- oder Kapazitätsproblem, die 470er. Wobei aber natürlich, wie gesagt, vom Preis die schönen Steckkartuschen aus dem Großhandel. Und wenn man hier irgendwo im Großhandel eine riesen Stückzahl abnimmt, in 20er, 30er Karton, kommt man wahrscheinlich mit 80 Cent für so eine 2 Stunden Brenndauer Gaskartusche aus. Dafür hat man natürlich hier ein super kleiner Brenner. Ne? Wenn man hier so eine 240er Flasche nimmt, habe ich jetzt leider keine da, sonst könnte man mal schön Gewicht messen, was so eine Flasche mit diesem Brenner wiegt, weil dieser Brenner, der ist ja wirklich leicht. Ne? Ja, das ist hier der volle alte Brenner mit dem Metallfuß auf fast 800 Gramm kommt mit voller Flasche. Bin ich hier bei dem neuen mit einer vollen Flasche bei 560 Gramm. Und hier der neue Brenner allein. 200 Gramm. Eine 240er Flasche liegt vielleicht auch 250 Gramm. Also man kommt da unter einem halben Kilo davon mit einer Gasflasche und diesem kleinen Steckbrenner, den man natürlich auch von der Flasche jederzeit wieder runternehmen kann. Das sind verschiedene technische Ansätze. Mir gefällt eigentlich dieses Modell ganz gut. Klein, leicht, billig. Praktisch. Kaum bewegenden Teile hier. Diese Beinchen hier oben sind fix. Da klappert nichts, da wackelt nichts. Ne? Frische Steckkartusche rein hat man für 2 Stunden Brenndauer und bekommt man wirklich überall. So. Der Multitopf ist mit Wasser gefüllt. Wenn wir schon hier sind und haben keinen Kaffee, dann machen wir uns noch schnell einen. Und zwar auf dem alten, solange da noch Gas in der Flasche drin ist. Das ist so ein altes Feuerzeug mit einem Feuerstein. Ist leider leer, aber die Funken da drin reichen noch gut aus, um den Gasbrenner anzuzünden. Na, braucht man also nicht gleich wegschmeißen, kann man sich schön zum Gasbrenner dazu packen. Zum Anzünden tut es das alle noch. So, halt. Heute machen wir es anders. Wir haben hier schön löslichen Kaffee. Den geben wir mal gleich hier mit rein. Dann lassen wir uns hier einen schönen Pott Kaffee kochen. Ja. Eine schöne kleine Edelstahltassen dazu. Die mag ich echt. Die sind von Zebra. Kommen aus Thailand. Absolut hygienisches, gut zu reinigendes Edelstahl. Kosten in der Viertel-Liter-Ausführung 2,49 Euro.
super kleine Tassen, kann ich wirklich empfehlen. Schaut mal rein beim Halloween Giveaway. Bis dorthin werde ich ein paar von den Tassen noch besorgen. Die packen wir dann schön zu dem Multitool und dann noch was anderes dazu. Ja, das gibt so ein richtig kleines Mini-Outdoor-Set im Halloween Giveaway. Schon mal als kleine Ankündigung. Jo, Gasbrenner sind eine feine Sache, gefallen mir einfach. Finde ich super praktisch. Schnell, einfach, saubere Sache, sofern man Gas dabei hat. Im Notfall kann man immer noch ein Holzfeuerchen machen. Gefällt mir das neue Modell. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber gefällt mir schon mal recht gut. Der große Standfuß finde ich gut. Das Gewicht ist gut. Wie natürlich die Langlebigkeit ist mit dem Plastikkorpus, weiß ich nicht. Mein alter Brenner hat 20 Jahre ausgehalten. Jetzt rostet er schon ein bisschen überall, aber ich denke nicht, dass der auch 20 Jahre aushält. Aber schauen wir mal. Campinggas 206S. Gute Alternative für alle, die eine kleine, leichte, einfache Brennermöglichkeit suchen. Hier die Micro Plus Ausführungen brauchen halt die speziellen Gasflaschen. Dafür kann man es aber runter machen, um die Gasflasche und den Brenner separat zu transportieren, wenn man es irgendwo nicht reinbekommt, oder man hat schon eine große dran, weil man viel am Kochen war, geht dann aber zu Fuß weiter, will bloß eine kleine mitnehmen, kann man die große zu Hause lassen und eine kleine dran stecken. Campinggas ist für alle das passende Brennerwerkzeug im Programm. Die Gasflasche stellen wir hier ein bisschen mal weg. Aber hier meine Favoriten sind echt diese 206er Modelle mit den Steckkartuschen. Die haben halt ein saumäßig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann man einfach nicht meckern. 2 Stunden Brenndauer für unter 1 Euro bei einer No-Name-Flasche. Optimal. Was macht hier unser Kaffee? Auf jeden Fall duftet er schon. Ich glaube, ich habe es schon x-mal erwähnt, aber dieser kleine Multitopf ist wirklich ein klasse Teil. Ebenfalls aus Edelstahl, lässt sich super reinigen. Der war ja total verkokelt von dieser Action auf dem Hobo. Akkupatz, heißes Wasser. Nach 5 Minuten hat er wieder geglänzt. Lässt sich natürlich auch schön klein verstauen. Wenn man den Bügel runter macht, fliegt der Deckel nicht ab. Kann man irgendwelche Sachen darin transportieren und sichern, dass nichts verloren geht. Zum Beispiel die ganzen Küchenutensilien, alles da rein. Und gibt es noch in einer weiteren Größe noch ganz groß, also in einer 2,8 Liter Größe, glaube ich. Das muss so ein Topf sein, da kannst du für 10 Personen unterwegs Kartoffeln kochen, aber meistens reicht der kleine schon. Wir haben ja schon eine ganze Packung, das waren so 800 Gramm Packung Gnocchis unterwegs gemacht und Nudeln und Suppe, Kaffee, Tee, also sonst setzt du halt zweimal auf. Trinken halt die ersten 2 erst oder die nächsten 2. Aber ist prima noch zum Transportieren und in Verbindung mit so einem leichten 206er S-Brenner. Gute Kombination. Dazu 2 kleine, leichte, gut leicht. Ein Titanbecher ist natürlich noch ein bisschen leichter, wenn man natürlich den Preis anschaut. Und so ein Becher, der ist Edelstahl, den kannst du auch mal schön selber direkt auf den Kocher stellen und sagen, so, ich mache mir jetzt hier eine Kaffee, ist schon wieder kalt, mache ich mir nochmal heiß oder das Getränk oder wie auch immer. Oder man will sich nur eine ganz kleine Portion zubereiten. Kannst du halt auch mal so eine Edelstahltasse schnell auf den Gasbrenner stellen. So, aber ich glaube, mein Kaffee wird jetzt schon richtig heiß. Oh, der duftet schon. Ah, dann werden wir hier gleich mal ein schönes Täschchen Kaffee trinken. Oh, was haben wir denn als Messer dabei? Oh, was haben wir denn da im Hosensack? Sackmesser, genau. Das schöne kleine Kirscher
1555er Titan Cryo im Hinterer Design. Ne? Tolles Spielzeug zum Flippern. Aber so praktisch. Im Haus rum, brauchst mal schnell ein Messer zum was abschneiden. Zack, einhändig. Super schnell offen. Tolle Sache. So, EDC habe ich nicht mehr dabei. Ja, und jetzt ist auch sogar das eingetreten, was ich befürchtet habe. Ich habe mein Tactical Pen verlegt. Wie jedes Schreibgerät in den letzten, seit ich denken kann. Mal gucken, ob er wieder auftaucht. Keine Ahnung, wo der liegt. Schuppen, Auto. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn noch in der Wäsche gelassen. Ne? Das könnte die komischen Geräusche in der Wäschmaschine erklären. Schauen wir mal, ob der wieder auftaucht. Aber was wechsle ich auch schon im Oktober, im September die Jeanshose. Ne? Bis Weihnachten ist ja noch ein Vierteljahr. Spaß beiseite. Ja, aber das ärgert mich jetzt. Ja. Habe ich gedacht, der Kaffee kocht. Habe ich gedacht, ich habe mal den Pen länger. Nee. Weg. Was soll's. Das ist der Grund, wieso ich normalerweise nie teure Stifte verwende. Weil die mich alle auf unerklärliche Weise, der ist heiß, verlassen. Also Leute, trinken Sie einen schönen Kaffee und genieße noch das schöne blaue Wetter. Schöne Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein. Richtig toller Frühherbsttag. Oh, heiß wie die Sau. Oh, noch eine Minute abkühlen lassen. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Immer schön Gasflaschennachschub. Haltet eure Taschenmesser schön scharf. Euren Kaffee immer schön heiß. Das war's von der Campinggasfront. Was ist euer Lieblingsgasbrenner? Schreibt mal einen Kommentar drunter. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao.